direkt ein Jahr später, doch 2011, genau, ein Jahr später kam dann die Fortsetzung von Der Augensammler, obwohl Der Augensammler an sich das Buch sehr geschlossen ist, in sich geschlossen. Es liest sich wie ein Einzelband. Gibt es einen Teil, der danach folgt, und zwar Der Augenjäger. Hier geht es zwar thematisch um ein bisschen was anderes, also auch um einen Typ, der Leute jagt, wobei das hier nichts mit Kindesentführung zu tun hat, sondern der jagt halt Menschen. Übrigens mega Cover, finde ich. Aber die Figuren aus dem ersten Teil tauchen auch in diesem Buch wieder auf und deren Geschichte wird weitererzählt. Und deswegen würde ich das hier schon als zweiten Teil sehen, obwohl sie sich von dem reinen Thriller-Plot her schon unterscheiden, weil, wie gesagt, hier ist diese ganze Kindesentführungssache nicht mit drin. Aber wegen der Personen, die hier wieder vorkommen und dessen Geschichte weitererzählt wird, würde ich das als zweiten Teil sehen. Und deswegen solltet ihr dieses Buch nicht als allererstes lesen, sondern dann müsst ihr Der Augensammler, kann ich nochmal hochhalten hier, Der Augensammler erst gelesen haben, bevor ihr das hier liest. Genau, das wollte ich nur gesagt haben. Ich fand es super spannend, aber ich muss sagen, hier hasse ich das Ende. Was heißt hassen? Das ist ein sehr starkes Wort natürlich, aber ich bin überhaupt nicht happy mit dem Ende, weil man hier am Ende richtig verarscht wird. Das ist alles Absicht und Fizek macht es genial. Es ist wirklich künstlerisch einfach toll umgesetzt, aber ich bin überhaupt kein Fan, wie das Ganze endet. Also gar nicht. Weder von der Art, wie man mit den Plot-Twists, es sind ja mehrere, an der Nase rumgeführt wird, noch wie das Ganze ausgeht. Also das mochte ich nicht so. Da mochte ich den Ausgang des ersten Teils lieber. Obwohl zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, wusste ich nicht, dass es da noch einen zweiten gibt. Also habe ich quasi Glück gehabt, dass ich es in der richtigen Reihenfolge gelesen habe. Ich würde aber Der Augenjäger auf jeden Fall nach Der Augensammler lesen. Genau. Aber auch sehr, sehr gut, sehr spannend und vor allem finde ich das sehr heftig von der Thematik. Ich kann euch da nicht viel sagen, aber es geht um Augen. Und während es im ersten Teil schon so ein bisschen, ne, während einem da schon so ein bisschen anders wird, ist das jetzt in diesem hier, ich halte es nochmal kurz in die Kamera, in diesem hier wirklich krass, was der Typ, der Böse, wenn man es so nennt, was der mit den Menschen macht. Und das ist wirklich, da gibt es so ein, zwei Kapitel, wo ich wirklich schlucken musste. Ist nicht heftig oder so, aber durch die Dinge, die man sich ausmalt, wenn sie nicht genau beschrieben werden. Wisst ihr, was ich meine? Also das kann ja auch Folter sein und das fand ich richtig krass. Ja. Genau. Dann kommt ein Buch, was ich hier habe. Ich schiebe mal kurz den zweiten Stapel hier rüber. Momentchen. Kurze Umräumaktion. Ach, das geht gar nicht. Oh, na toll. Da muss ich mich immer so nach hinten umdrehen. Verzeihung. Dann kommt ein Buch, was von allen Büchern, die erschienen sind, das einzige ungelesene Sebastian Fizek-Buch in meinem Regal ist. Ich hebe es mir aus dem Grund auf, dass ich immer ganz gerne ein Buch auf meinem Sub habe, auf meinem Stapel ungelesener Bücher, von meinen Lieblingsautoren, das ich noch nicht gelesen habe. In diesem Fall Abgeschnitten. Das hat er zusammen mit Sokos geschrieben. Wie heißt er mit Vornamen? Michael. Also Sebastian Fizek und Michael Zokos haben das hier zusammengeschrieben. Michael Zokos schreibt auch Thriller, die allerdings näher an der Realität noch sind. Also von seinem Berufsfeld quasi entnommen. Der macht irgendwas mit Geschnibbel, glaube ich. Rechtsmediziner. Ja, okay. Also Michael Zokos ist Rechtsmediziner und hat sich hier mit Sebastian Fizek zusammengetan, um dieses Buch zu gestalten und zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Alle mögen dieses Buch. Alle, die ich befragt habe, die es schon gelesen haben, haben gesagt, ja, das ist richtig gut. Ich kann euch inhaltlich nichts sagen. Ich gehe an die meisten Fizek-Bücher, bevor ich sie gelesen habe, relativ ohne Wissen ran, weil ich weiß, es wird mir gefallen. Hier bin ich skeptisch, weil ich noch nie ein Buch gelesen habe, was er mit jemandem anders geschrieben ist, geschrieben hat. Es ist auch die einzige Zusammenarbeit. Es ist auch die einzige Zusammenarbeit, die er hat. Also alle anderen Bücher hat er selber geschrieben, alleine quasi. Und das hier hat er eben mit Michael Zokos zusammengeschrieben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, deswegen bin ich natürlich gespannt, ob sich das dann anders liest als die anderen Bücher. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Findet ihr das genauso gut wie die anderen Bücher, besser oder ein bisschen schlechter? Findet ihr, man merkt, dass da zwei Autoren am Werk sind, ist das gut oder schlecht? Ursula Poznanski hat das ja auch gemacht mit Arno Strobel und da fand ich es sehr, sehr gut, weil beide eigentlich sich gut ergänzt haben. Das ist aber ja nicht immer so. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Ich habe es noch auf dem Sub. Ich habe es mir vorgenommen, irgendwann zu lesen, wenn ich länger auf einen neuen Fizek warten muss. Aber ich habe die Chance verpasst, weil jetzt kommt ja, ist ein neues Buch schon erschienen und ich bekomme das an Weihnachten. Und ich glaube, ich werde es vor Weihnachten nicht mehr lesen. Ich werde mir das für nächstes Jahr aufbewahren. Für den Zeitpunkt, wo ich denke, so, jetzt möchte ich es aber gerne lesen. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann euch aber nicht sagen, worum es geht. Steht auch hinten nichts drauf, deswegen kann ich euch vom Klappentext nichts wiedergeben. Ich weiß nur, es ist das einzige Buch,
von Sebastian Fizek, was ich noch nicht gelesen habe. Genau. Genau, dann, dann ein Buch, was ich richtig toll fand, aber auch sehr verstörend. Und zwar Der Nachtwandler. Das ist 2013 erschienen. Wie gesagt, weiterhin ein Jahresrhythmus. Abgeschnitten war ja 2012. Das hier ist 2013 erschienen. Und hier geht es ums Schlafwandeln. Hier geht es nämlich um einen Mann, der schlafwandelt. Und eines Tages ist seine Freundin verschwunden. Und er findet nur einen blutigen Fingernagel auf dem Bett. Die Stelle ist übrigens ziemlich irgendwie, weil ich die Vorstellung so eklig finde, aber ja. Und dann will er natürlich rausfinden, was ist passiert und hat dann relativ schnell den Verdacht, weil es keine Spuren auf Eindringen, gar nichts gibt, dass er das gewesen sein muss, weil er nämlich nie weiß, was er macht, wenn er schlafwandelt. Er weiß, er schlafwandelt jeden Abend, aber er weiß nicht, was er dann macht. Und dann bindet er sich eine Kamera an den Kopf und los geht es. Er filmt sich dann jede Nacht beim Schlafwandeln und hofft, dass er irgendwas rausfindet, was mit seiner Freundin passiert ist. Und dieses Buch ist so krass, unerwartet, spannend. Es gab zwei Stellen in diesem Buch, die ich so, so krass fand. Das schüttelt mich immer noch, wenn ich daran denke. Die fand ich wirklich heftig. Und die Auflösung ist fantastisch, wirklich. Da würde man nie drauf kommen. Die ist wirklich richtig stark. Und ich finde es eines der besten Fizek-Bücher. Aber ich kenne jemanden, der es richtig langweilig fand. Ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, wie man findet, dass es ein schwaches Buch ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber Geschmack ist Geschmack. Darüber kann man einfach nur streiten. Sollte man aber nicht und deswegen lasse ich jedem seine Meinung. Wenn ihr Der Nachtwandler nicht so mochtet, könnt ihr mir das gerne schreiben. Wie gesagt, ich kenne jemanden, der mir auch schon gesagt hat, ja, die Auflösung war ganz gut so, aber irgendwie war nicht so meins. Und das kann ich nicht nachvollziehen, aber muss ich auch nicht, denn ich fand es fantastisch. Ich finde das Cover toll, ich finde die Thematik super spannend und ja, das ist was für alle Abenteurer sozusagen. Ein wirklich richtig starkes Buch. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Hardcovern. Das waren alles Taschenbücher. Ich bin mir nicht ganz sicher, bis auf Splitter, das war ja auch ein Hardcover. Die anderen sind dann als allererstes im Hardcover-Format erschienen. Die gibt es, glaube ich, inzwischen auch alle als Taschenbuch. Also die werden dann ja immer noch als Taschenbuch rausgebracht, damit man die günstigere Variante haben kann, wenn man sie als Taschenbuch sammelt. Mir macht das nichts. Mir ist es so egal, ob es ein Hardcover oder ein Taschenbuch ist. An sich bin ich eher der Hardcover-Fan, aber die alten Versionen gibt es nur als Taschenbuch, deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Aber die neuen gibt es als Hardcover. Angefangen mit diesem hier. Das ist Noah. Erschienen 2013. Und das Interessante an diesem Cover ist, dass diese Hand im Dunkeln leuchtet. Und ja, das ist richtig, richtig creepy. Ich war mit meinem damaligen Freund in einer Berghütte. Wir haben Urlaub gemacht, zu zweit, mitten in den Bergen, ganz alleine. Es war stockdunkel. Ich komme ins Schlafzimmer rein und das Einzige, was ich sehe, ist eine leuchtend weiße Hand auf dem Bett. Ich habe so geschrien. Ich hatte wirklich selten so Angst. Also das ist so krass. Für den Effekt gebe ich volle 10 Punkte. Fantastisch. Wenn ihr das länger im Licht liegen lasst und dann das Licht ausmacht, leuchtet diese Hand. Und es ist wirklich spooky, wenn man es nicht weiß. Also seid vorgewarnt. Aber der Effekt ist wirklich toll. Und es hat außerdem ein Leseband, was ich auch immer total toll finde bei Hardcovern. Und hier geht es um Noah, der eines Tages aufwacht und nur weiß, dass er diesen Namen in die Hand geritzt hat. Also Noah. Und er weiß sonst nichts. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nicht, wie er heißt. Er nimmt an, dass er Noah heißt, weil der das in die Hand geritzt hat. Er weiß nicht, wo er ist. Er ist dann irgendwo aufgewacht und er kann sich an nichts erinnern. Und dann muss er natürlich rausfinden, warum ist er an der Stelle aufgewacht, wo er aufgewacht ist und warum wird er verfolgt. Und es werden immer mehr, die ihn verfolgen. Und was ist da los? Und dieses Buch ist spannend. Dieses Buch ist packend. Es hat so einen geilen Plot-Twist. Es hat mehrere, aber ich finde einen besonders stark. Vielleicht könnt ihr erraten, welcher es ist, falls ihr schon gelesen habt. Es ist aber ein bisschen anders von der Thematik, denn es hat ein bisschen mehr Verschwörungstheorie drin. Die anderen Bücher haben das alle nicht. Und das hier hat ein bisschen Touch von Verschwörungstheorie. Und das hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, aber je mehr man drin ist, desto besser wird's. Und es gibt hier Teile, die in einem anderen Land spielen, die ich richtig langweilig fand. Die haben mich so gar nicht gepackt. Da habe ich dann immer versucht, schneller zu lesen, damit die weg waren. Und deswegen ist das hier kein absolutes Highlight. Ich finde es nach wie vor ein gutes Buch. Aber es ist von der Richtung, die Fizek sonst hat, ein bisschen was anderes. Weil das hier hat ein bisschen eine größere Ausweitung sozusagen. Es geht mehr um dieses Verschwörungsmäßige und es geht mehr um die Menschheit im Allgemeinen. Bei den anderen Büchern ist es nicht so krass. Da geht es mehr um Einzelschicksale, um Einzelkämpfer. Und hier geht es wirklich um das große Ganze. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und es hat ein paar tolle Plot-Twists, also es ist gut gemacht, aber die Zwischensequenzen aus dem anderen Land, die fand ich einfach nur langweilig. Von daher kein absolutes Highlight, aber allein für den Effekt schon bombastisch. Okay.
Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo ich die alle hinstapel. Dann kommt ja mein absoluter Lieblingsfizek, wobei ich das nicht sagen kann, aber wenn ich gefragt werde, dann fällt mir das als erstes ein, weil ich das so heftig fand. Inzwischen würde ich sagen, die Alten können hier auf jeden Fall mithalten, aber weil es ein wunderschönes Hardcover ist, muss ich es natürlich sagen. Und zwar Passagier 23, erschienen 2014, mit diesem tollen Cover, was man so aufmachen kann. Übrigens auch mit passendem, oh, jetzt habe ich mich selbst gehauen, passendem Lesezeichen. Und man kann das so, wenn man den Klappenumschlag abmacht, sieht das nicht toll aus. Oh, ich liebe die Aufmachung dieses Buches. Hat auch ein Lesebändchen, ein graues Lesebändchen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn ich das hier wieder ordentlich eingepackt habe. Ich nehme beim Lesen übrigens nie die Umschläge ab, falls ihr euch das fragt. So, genau. Graues Lesebändchen. Und hier geht es um einen Mann, der seine Frau und seinen Sohn verloren hat. Er war mit ihnen auf einem Passagierschiff und dann sind sie verschwunden. Komplett verschwunden. Sie sind nicht aufgetaucht und Jahre später hat sich dann vorgenommen, das Schiff nie wieder zu betreten. Jahre später taucht aber ein Hinweis auf, dass jemand den Teddybären seines Sohnes gefunden hat. Und ja, er hat dann aber keine Wahl, denn um mehr rauszufinden, muss er das Schiff nochmal betreten. Und die Thematik, die hier drin steckt, ist so krass. Da war ich so geflasht am Ende, dachte ich nur so, was? Und es ist eines der besten Fizek-Enden überhaupt. Also ich habe das Ende so geliebt, weil es so gut gemacht war. Ja, also wirklich richtig stark. Ich fand es nach wie vor toll. Ich finde dieses Setting von diesem Schiff, was gleichzeitig so ein bisschen Urlaubsatmosphäre ist und dann wiederum dieses Düstere, dieses, ne, irgendwas ist los, man weiß nicht genau was. Richtig stark. Und der Anfang von diesem Buch, der Anfang und das Ende sind eigentlich mit das Beste, plus der Plot-Twist. Wahnsinn. Wirklich richtig Wahnsinn. Ich finde es so, so toll. Und wenn ich gefragt werde, ist es immer das Erste, was mir einfällt. Immer sofort, ja, Passagier 23, Lieblingsfizek. Obwohl das sehr schwer zu sagen ist, weil ich nicht finde, dass man das mit den anderen so vergleichen kann. Allein von der Thematik ist es schon heftig. Und dieses Setting auf diesem Schiff ist halt wirklich toll. Also es spielt wirklich 80-90% auf diesem Schiff. Und ja, das ist wirklich, wirklich toll. Ich möchte auch bald nochmal lesen. Ich weiß natürlich, wie es ausgeht, aber die Details entfallen einem dann schon und deswegen, das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal vornehmen. Ja. Dann ist 2015 ein Buch erschienen, das ebenfalls verfilmt wurde, und zwar Das Joshua-Profil. Ich finde das Cover ganz toll, obwohl ich auch irgendwie sagen muss, dass ich das Cover unsinnig finde. Also mit, zum Inhalt gesehen finde ich es irgendwie ein bisschen seltsam. Hier geht es um einen Mann, der plötzlich gejagt wird. Es ist ein Schriftsteller, der allerdings keinen Erfolg mehr hat und der mit seinem Bruder ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und ja, dem wird dann vorhergesagt, dass er bald eines der größten Verbrechen überhaupt begehen wird und deswegen wird er gejagt. Und er weiß von nichts, er hat keine Ahnung, wovon die reden und er ist dann auf der Flucht. Das hier ist das schwächste Fizek-Buch, meiner Meinung nach. Von allen, die ich bisher gelesen habe, ist es das schwächste. Ich fand, es hatte nur in den letzten vier Kapiteln Fizek-Flair. Also dieses typisch Sebastian Fizek, dieses Page-Turner, dieses Überraschende, diese, ne, diese Spannung, dass man durchgehend weiterlesen will, hatte dieses Buch nur in den letzten drei, vier Kapiteln. Der Rest des Buches war richtig langsam, langweilig, nicht komplett langweilig, aber der Stil war einfach nicht da, fand ich. Und ich habe einfach diese Fizek-Art irgendwie vermisst, muss ich wirklich sagen. Und deswegen ist das mit Abstand das schwächste Fizek-Buch. Und das wurde dann ausgerechnet verfilmt, wo ich mir dachte, oh, toll, von RTL. Und der Film ist noch viel schlimmer. Boah, guckt euch nie den Film an, der ist so lächerlich. Gut gespielt, aber die haben einfach die kompletten Charaktere genommen, die alle gleich genannt, die grobe Handlung. Und dann haben sie alle Plot-Twists geändert, sodass es am Ende keinen Sinn mehr macht, nicht mehr spannend ist und einfach nur bescheuert. Also der Film ist richtig, richtig doof. Den mochte ich überhaupt nicht. Aber Sebastian Fizek spielt im Film einen Buchhändler. Und das sind die besten Szenen im Film. Also da habe ich mich so schlapp gelacht. Das war so herrlich. Dafür lohnt sich das schon, aber guckt euch die Szenen auf YouTube an oder so. Also den Film würde ich nicht empfehlen. Der war wirklich überhaupt nicht gut. Gut gespielt, aber wie gesagt, wie kann man, wenn man ein Buch nimmt, gerade wenn man Fizek nimmt, einfach die Handlung komplett ändern? Sich einfach denken, ist halt ein kompletter Thriller, der in sich komplett Sinn macht, auch mit den Plot-Twists, die sind das einzig Gute am ganzen Buch, ne? Die Plot-Twists, das einzig Gute. Der Rest war irgendwie überhaupt nicht meins, aber als am Ende die zwei, drei Twists kamen, da war ich wieder baff, weil das war wieder dieses Fizek-mäßige, was ich so liebe. Und was wurde im Film geändert? Die Plot-Twists. Boah, das war so Schwachsinn, ich mochte den Film überhaupt nicht. Ja, deswegen, Film war nichts und das Buch ist mit Abstand das schwächste Fizek-Buch aus meiner Sicht, aber das sieht jeder anders, deswegen schreibt mir in die Kommentare, welches ihr am schwächsten findet und welches ihr am stärksten findet. Oh, jetzt muss ich das hier irgendwo anders unterbringen. Mir geht der Platz aus, wie ihr hinter mir seht. Dann haben wir noch
das in der toll eingepackten Version. Das Paket. Ah ne, was wir eigentlich auch noch haben, was ich aber nicht besitze, worüber ich nur ganz kurz sprechen werde, ist die Blutschule. Ebenfalls 2015 erschienen. Und das ist die, das muss ich doch nochmal hochhalten, die Geschichte des Schriftstellers, nämlich sein Buch. Der Schriftsteller Max hat ein erfolgreiches Buch geschrieben und veröffentlicht. Und dieses Buch ist dann quasi die Blutschule. Und ja, die Blutschule ist ein Horrorbuch. Also da hat er das Genre ein bisschen gewechselt, weil eben Max das geschrieben hat sozusagen. Steht auch, glaube ich, nicht Sebastian Fitzek drauf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das hat mich aber nie interessiert, weil mich die Geschichte wird in die Blutschule schon erwähnt. Also wenn ihr dafür nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr eigentlich die Blutschule erst lesen und dann das Joshua-Profil. Aber mich hat es nicht interessiert, weil ich das Joshua-Profil schon überhaupt nicht mochte, habe ich dann gedacht, warum sollte ich dann das Extra-Buch lesen, was ein Genre ist, was ich nicht lese, was eine Geschichte hat, die ich schon in dem anderen Buch erfahren habe. Und nee, also das habe ich nicht gelesen und das werde ich auch nicht lesen und das möchte ich mir auch nicht kaufen, weil das nicht zur offiziellen Sammlung dazugehört. Ja, dann sind wir bei Das Paket, 2015 erschienen. Das ist so toll eingepackt, wie so ein Paket. Das kann man hinten so aufmachen. Kann man so an der Lasche ziehen. Und dann ist da das Buch drin. Finde ich richtig toll. Und da geht es um eine Frau, die ein Paket für einen Nachbarn annehmen muss. Und sie hat von diesem Nachbarn aber noch nie gehört. Und ja, dann ist die Frage, was steckt hinter diesem Nachbarn? Gibt es den überhaupt? Was ist das für ein Paket? Was ist da drin? Was soll das Ganze? Und dieses Buch ist sehr turbulent, fand ich. Es war super geschrieben. Es ist nicht das stärkste Fitzek. Und viele haben es überhaupt nicht leiden können. Ich finde es toll. Ich finde auch den Plot-Twist am Ende mega, obwohl mir die Protagonistin einfach nur leid getan hat. Also, was die hier durchmachen muss, ist schon heftig. Aber es ist sehr turbulent. Es geht alles sehr, sehr schnell und war mir ein Tick zu rasant. Aber ich fand, es war immer noch ein sehr, sehr guter Fitzek und ich kann nicht verstehen, warum er so verrissen wurde, denn ich fand es nach wie vor wirklich echt gut. Also, ja. Da kann man dann doch nichts sagen, muss ich sagen. Dann habe ich meinen signierten Fitzek, und zwar Achtnacht, erschienen 2017. Das Paket ist 2016 erschienen, das hier 2017. Ich kann euch auch kurz zeigen. Signiert. Und das hier habe ich auf der Leipziger Buchmesse 2017 gekauft und dort direkt signieren lassen, weil er nämlich dort war am Stand. Und ja, hier geht es um eine Geschichte, die von The Purge inspiriert ist. Ihr kennt bestimmt die Filme, The Purge. Ich möchte die Filme nicht gucken, weil mir das zu krass ist. Ich finde aber die Grundidee super und war deswegen total begeistert, dass er das in ein Buch umgewandelt hat. Es ist natürlich ein bisschen abgewandelt und zwar geht es hier um eine Lotterie, um die Acht-Nacht-Lotterie, dass in einer Nacht die Personen, die gezogen werden, von allen gejagt werden dürfen. Und ja, das ist rasant, es ist beklemmend, es ist so real. Es spielt in Berlin übrigens auch und es fühlt sich so real an und die Personen, die hier vorkommen und die Handlungen sind teilweise so heftig und gleichzeitig so glaubwürdig, weil man denkt, ja, das könnten die Auswirkungen sein, wenn es sowas gäbe. Dann gäbe es diese Verrückten, die sich sofort bewaffnen und sofort die Jagd eröffnen. Es gäbe diese Verrückten. Und es gäbe diese Jagd. Und das ist einfach so krass. Es ist beklemmend. Es ist realistisch. Es macht einen wütend. Es ist natürlich durchgehend spannend. Es hat aber ein Ende, was ich überhaupt nicht mochte. Und das muss ich wirklich sagen. Das Ende war überhaupt nicht meins. Da kommt nämlich ein Element vor, was in Splitter auch schon vorkam am Ende und was ich auch in Splitter schon überhaupt nicht mochte. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Hat was mit einem Hochhaus zu tun. Fand ich überhaupt nicht toll. Gar nicht. Und das war das einzige Manko an dem Ganzen, das Ende. Aber den Rest, den fand ich super. Ich fand es spannend und beklemmend. Und ich finde auch wichtig, dass es sowas gibt, weil es ein paar Dinge aufzeigt, die sehr real sind. Und die wirklich zur, ich will jetzt nicht Gefahr sagen, aber auf die man wirklich aufpassen sollte. Ne? Und deswegen finde ich es wirklich richtig stark. Bis auf das Ende leider. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Buch, abgesehen von der Neuerscheinung natürlich. Und zwar Flugangst 7a mit diesem tollen 3D-Cover. Oh, ich liebe es ja. Und das funktioniert natürlich nicht so gut im Taschenbuchformat. Ich bin ja ein absoluter Flugzeugfan und als es dann hieß, ja, Flugangst 7a wird in einem Flugzeug spielen, dachte ich mir, ja, meine Thematik, juhu. Und das war es dann auch. Es geht hier um einen Mann, der schon sehr lange keinen sehr guten Kontakt zu seiner Tochter mehr hat. Sie ist aber schwanger. Und die Schwangerschaft ist mit vielen Risiken verbunden, die ich jetzt hier nicht näher ausführen möchte, aber kompliziert und schwierig. Und er möchte dann eben für sie da sein, endlich mal wieder, und fliegt aus, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, Buenos Aires, fliegt von Buenos Aires nach Berlin. Und während er
dort im Flugzeug sitzt, wird sie entführt. Und er bekommt dann die Nachricht, ja, du musst dich an unsere Regeln halten, sonst passiert ihr was. Und sie ist eben hochschwanger, sie ist, glaube ich, im 9. Monat, also heftig. Und das ist natürlich richtig, richtig krass. Also ja, dieses Buch war fantastisch, es war schnell, es war erschreckend, die Thematik war toll, es gab verschiedene Thematiken, die ich alle toll fand, das Ende war toll, also dieses Buch finde ich wirklich gut. Es war ein bisschen viel des Guten, weil dieses Buch hat so viele Plot-Twists, dass du am Ende einfach denkst, ach, das ist jetzt aber irgendwie toll, dass der Zufall auch noch genau da reinspielt. Und das war das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bemängelt würde, bisschen viel des Guten. Aber alles andere war wirklich toll und dieses Buch ist einfach nur gut. Obwohl auch da die Meinungen sehr auseinandergehen. Ja, aber so ist das. Und der Insasse kommt jetzt eben raus. Da geht es um einen Psychiatrie-Insassen. Und mehr weiß ich darüber nicht, mehr möchte ich auch nicht darüber wissen. Ich weiß, ich werde es um Weihnachten rum lesen, wenn ich es an Weihnachten bekomme, was ich schon sicher weiß. Das ist von der Thematik nicht so meins. Ne? Psychiatrie und so weiter ist gar nicht meins, aber... Ich werde es natürlich trotzdem lesen und ich werde es trotzdem lieben, das weiß ich schon. Ja, das war's zu den Fitzek-Büchern. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welches davon habt ihr gelesen? Wie findet ihr Sebastian Fitzeks Bücher? Und ja, dann können wir uns da weiter austauschen. Das war's von mir an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!